So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Ja, vorab, warum heißt das Video 8 verschiedene Lego Ninjago Magazine? Ja, weil ich letzter Zeit sehr viele Magazin-Videos gemacht habe von Lego Ninjago und damit ihr euch auch nicht vertut, oh, das habe ich vielleicht doch schon gesehen und hattet ihr das vielleicht dann noch gar nicht gesehen, deswegen heißt dieses Video jetzt Lego Ninjago 8 verschiedene Magazine auspacken. Aber es sind in Wirklichkeit nur 3. Und zwar dreimal das Magazin Nummer 62. Ihr kennt das ja noch, den Schwarz mit dem Hammer. Und die limitierte Karte Nummer 11 ist natürlich perfekt. Dann viermal die Nummer 63. Ihr wisst warum, wegen meiner Armee, die Sperrarmee. Ist richtig cool mit der limitierten Karte Nummer 18. Und ein einziges Mal das Lego XXL Magazin Nummer 1. Ja, und alle Magazine, die ich hier jetzt unboxe, habe ich auch schon angeboxt. Das wisst ihr ja. Ich habe sie alle schon angeboxt, aber da ich die gerade in eine Kiste wiedergefunden habe, und ich am Umziehen bin und alles jetzt raushole, habe ich mir gedacht, warum soll ich sowas in der neuen Wohnung mitnehmen, wenn ich doch mal eben kurz ein Video davon machen kann. Also das ist das Lego Ninjago XXL Magazin Nummer 1 für 5 Euro mit dem Lernpack. Habe ich natürlich angeboxt, ist aber trotzdem ganz cool mit den Grünen, mehr auch nicht. Und dann hat man mehrere Schwerter als Reserve für andere Ninjago Minifiguren. So kann man es sehen, mehr auch nicht. Also dann öffnen wir jetzt dreimal das Lego Ninjago Magazin Nummer 62. Ja, das war ja auch so umstritten bei mir, ihr wisst ja. Aber dann hatte ich mich ja darauf eingeschossen, davon eine Armee zu machen. Allerdings nicht den Hammer in der Hand, sondern nur das Schwert hinten. Dann ist die Figur richtig cool, auch die Armee. Muss man echt sagen. Und ihr wisst, von Blödsinn mache ich immer wieder was gerne. Nein, doch noch nicht ganz. So, aber das Wichtigste dann auch für mich ist natürlich die limitierte Karte der Lego Ninjago Serie 5. Und zwar die 11. LE11. Und gerade diese limitierten Karten aus Magazin, wisst ihr, die steigen ganz schön hoch in Wert. Und ich habe sie jetzt alle. Doppelt, 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 doppelt und doppelt. Aber ihr kennt das ja von mir. Ich übertrage gerne meine Videos, deswegen brauchte hier auch wieder nicht drunter zu schreiben. Ein absolut schwachsinniges Video. Erstens, ich weiß es. Zweitens, ist es auch Blödsinn. Aber ich will euch nur nach und nach zeigen, was ich für eine Lego Ninjago Armee ich aufbaue. Und ich weiß ja, einige von euch, die sehen solche schwachsinnigen Videos gerne. Die wissen auch, wenn ich umgezogen bin und ich mir die Zeit habe, davon entsteht eine richtig coole Armee. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr mir trotzdem weiterhin alles in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Wenn ich so einen Blödsinn immer mache, was heißt Blödsinn? Ist es ja im Prinzip ja gar nicht. Es sind Minifiguren, Lego-Minifiguren, die man braucht, ich sag mal, um sich was aufzubauen. Das ist einfach so. Man kann auch jetzt hingehen, und das Tütchen jetzt, ich sage mal, unverpackt, habe ich gerade schon geguckt im Internet, werden die so 4 Euro gehandelt. Ist das Magazin leider besser, kostet direkt 4 Euro. Ich habe die Originalverpackung dabei und das Wichtigste, immer eine limitierte Karte, die natürlich richtig an Wert gewinnt. So, das war das Magazin Nummer 62 und jetzt kommt natürlich viermal das Lego Ninjago Magazin Nummer 63. Auch für 4 Euro. Minifigur, limitierte Karte. Top, 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 top. Aber das wisst ihr alles. Das Spannendste, was in der 63 nicht bei war, das war natürlich ein Booster-Tütchen. Also könnte man sagen, die 62, die war günstiger. Ja, in dem Fall muss ich es natürlich sagen. Aber ja, was soll ich sagen? Ist die neue aus den 63er
die Figur cooler, ist sie limitierte Karte, Mehrwert nein. Wir werden es hinterher sehen, in ein, zwei Monaten werde ich mein Fazitvideo machen von den ganzen Lego Ninjago Serie 5 limitierten Karten, was wirklich an Wert gewonnen hat. Aber ihr wisst es ja, sowas mache ich zwischendurch immer. Dann zeige ich euch die Internetseiten, für was die einzelnen Karten jetzt gehandelt werden. Und da ich ja sowieso zu viele oder so viele von der Serie 5 habe, aber das nur, weil ich sehr viele Magazine ja aufgemacht habe, wegen die Minifiguren, könnte ich damit richtig mehr Zinsen kriegen wie eine Sparkasse. Ja, das ist einfach so. Aber das wisst ihr alle selber. Ja. Und der Silikonkleber macht der sehr schnell und gut ab. Macht der beschissen zu machen. Obwohl ich das jetzt nicht sagen soll. Und wieder mal die 63. Oh. Der ist aber jetzt wirklich, habt ihr das schon gesehen und gehört, da ist richtig viel drauf. Aber schreibt mir doch auch in die Kommentare, wo ihr euch die meisten Magazine gegönnt habt, weil die Figur so richtig cool war. Aber ihr braucht nicht nur jetzt schreiben, so das Lego Magazin Nummer 61. Ihr könnt ja auch schreiben, das Lego Star Wars Magazin Nummer, weiß ich nicht, 32, weil irgendwas, wo ihr die meisten Figuren schon geholt habt, wo ihr euch auch ein, zwei oder drei Magazine gegönnt habt, schreibt mir das. Oh ja, warte mal. Nee, ist noch nicht angegriffen. Wo ihr eben mehrere Magazine euch gegönnt habt. Es müssen ja nicht so unverschämt viele sein wie ich. Ihr wisst es ja. Ich übertreibe immer richtig gerne, weil ich immer sehr viele Armeen machen will. Aber schreibt mir das mal ruhig in die Kommentare. So, wo ihr euch zwei oder drei Magazine gewünscht habt. Oder, ja, viele. Es werden nicht so viele draußen sein, die so bekloppt sind wie ich. Die einfach nur eine coole Armee. Obwohl, man kann auch coole Armeen mit vier, fünf Figuren machen. Es kommt ja darauf an, wie man sie hinstellt, was man gegenüber ist, was ihr noch dazu baut. Aber das brauche ich ja einem Lego-Fan nicht zu sagen. Lego ist ein kreativer Baustein. Damit kann man machen, was man will. Sag ich immer wieder. So. Das waren jetzt alle Magazine. Und das bedeutet, ich habe wieder die LE18. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und die LE11 einmal, zweimal, dreimal. Richtig coole limitierte Karten, die auch was wert werden. Dazu habe ich jetzt wieder drei Tütchen, allerdings nur von meinem schwarzen Ninjago mit dem riesigen Hammer. Aber da habe ich mir gedacht, der Hammer, der muss nicht sein. Als Standarmee einfach nur die Figur, das Schwert hinten drinne, davon, ihr habt meine Videos letzter Zeit gesehen, ist auch mindestens 20, 25 Mal. Sieht dann bestimmt richtig cool aus. Aber dann, wo ich am Anfang gesagt habe, nee, mag ich doch, ist mir die Armee richtig ans Herz gewachsen. Schwert weg, nur die Lanze halten. Dann so einen richtigen Druck davon machen, schwarz-blau, richtig cool. Ich kann mir das richtig cool demnächst vorstellen. Aber ich habe davon ja vor kurzem erst wieder ein paar Magazine aufgemacht. Und jetzt habe ich wieder weitere vier Figuren davon. Richtig toll. Dann natürlich einmal das Lego Ninjago Legacy Pack mit der Nummer 30, 534. Einige haben das ja selber. Einige kennen das ganze Pack. Ich habe sie auch. Ich glaube, 7, 8 Mal habe ich es mindestens. Aber ihr kennt alle meine Videos. Dazu drei Booster-Tütchen. Können wir mal reinschauen, ob da ein Ultra dabei ist, was Hochwertiges. Mache ich auch schnell. Ja, ihr seht es. Ach, guckt euch mal den Fehldruck an. Seht ihr das? Das ist ja wohl. Grenzt ja schon an Grausamkeit, aber die hat was. Aber das drängt wirklich schon an Grausamkeit.
So, schnell das zweite. Aber die Karte, die verweise ich mir auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt drinnen als hochwertige. Ah, nicht wirklich was. Dritte Booster. Auch nicht. Aber die, die ist ja wohl heftig verzogen. Aber nichtsdestotrotz. Ihr wisst, irgendwas unter dem Video verlinke ich von Lego Ninjago, was sicher und bequem immer ist. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Jetzt bin ich mal wieder auf eure Kommentare gespannt. Ja, und ich weiß, viele schreiben wieder, was für ein Schwachsinn. Einige finden die Schwachsinnsvideo gut. Sehr viele wissen auch, warum ich mir die Magazine gönne, limitierte Karte, Minifiguren, Armeen aufbauen. Das dazu. Und ich brauche das jetzt alles nicht wieder einzupacken, in meine neue Wohnung mitnehmen, sondern nur die einzelnen Minifigurentütchen. Und darüber bin ich jetzt selber froh. Und deswegen sage ich wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann guckt hin und schaut zu.